Achtung, gepanschter Honig. So erkennen Sie die Fälschung. Der Honig ist geerntet und die ersten Käufer warten bereits. Doch manch einer fragt sich, ob das, was er kauft, überhaupt richtiger Honig ist. Allerdings ist es nicht ganz so einfach, gepanschten Honig zu erkennen. Denn Honig besteht zum größten Teil aus Glucose und Fructose. Und das sind auch die Hauptbestandteile von Zuckersirup, der zum Panschen genutzt wird. Was kann man tun? Woher kommt der Honig im Supermarkt? Auf allen Honigverpackungen findet sich die Herkunftsbezeichnung. Meistens steht auf dem Honig im Supermarkt aus EU- und Nicht-EU-Ländern. Zumindest ein Teil kommt dabei nicht aus der EU und somit auch nicht aus Deutschland. Über den Honig vom Weltmarkt hat der Verbraucher keine Information, woher er letztendlich stammt. Rund 70.000 Tonnen Honig werden in Deutschland pro Jahr konsumiert. Nur 30-40% davon werden dabei in Deutschland produziert. Der Rest kommt aus Ländern wie Argentinien oder Mexiko. Honigpanschen ist einfach, der Nachweis hingegen schwer. Honig besteht überwiegend aus zwei Arten von Zuckern, Glucose und Fructose. Beide Zucker sind auch die Hauptbestandteile von Zuckersirup. Es ist sehr schwierig, beide voneinander zu unterscheiden. Damit ist dem Betrug Tür und Tor geöffnet. Und das lohnt sich, denn der Zuckersirup kostet nur etwa ein Viertel von dem, was der Honig einbringt. Man geht davon aus, dass rund 40% des in Europa vertriebenen Honigs gepanscht wurden. Zwar gibt es Analysemethoden, diese sind jedoch kompliziert. Der Haken? Es gibt bisher keine Pflicht und auch keinen routinemäßigen Nachweis. Gepanschten Honig erkennen. Den ersten Hinweis liefert der Preis. Kostet das 500 Gramm Glas Honig 3 Euro, sollte man misstrauisch werden. Denn das deutet auf eine minderwertige Ware hin. Auch die Konsistenz kann Aufschluss geben. Die meisten Honigsorten kristallisieren mit der Zeit. Ein naturbelassener Honig sollte spätestens nach dem Winter vollständig kristallisiert sein. Falscher Honig wird weder dickflüssig noch fest. Im Netz kursiert der Hinweis, dass es möglich sei, echten von gepanschtem Honig zu unterscheiden, indem man einen Löffel der Süßspeise ins Wasser gibt. Dabei soll sich der echte Honig auflösen, während der falsche am Löffel kleben bleibt. Leider ist dies nur ein Gerücht. Echter Honig kann je nach Sorte und Alter eine sehr unterschiedliche Konsistenz aufweisen und dementsprechend unterschiedlich löst er sich auch im Wasser auf. Auf Nummer sicher gehen. Bei Honigen aus Nicht-EU-Ländern gibt es in der Regel keine Transparenz, wo der Honig herkommt und wie er erzeugt wurde. Wenn Sie hingegen Honig beim Imker aus der Region kaufen, ist die Chance, echten, unverfälschten Honig zu erhalten, am größten. Auf diese Weise unterstützen Sie den Erhalt der Arten- und Pflanzenvielfalt und steigern ganz nebenbei Ihre Lebensqualität.